Ich möchte euch im Namen der Gesundheitsförderung Schweiz recht herzlich zu unserem heutigen BGM-Frühstückstreffen begrüßen. Unser Thema heute: der Mensch im Zentrum der Arbeitswelt 4.0. Und ich glaube, da haben wir auch in den letzten paar Monaten einen enormen Schub gesehen in der Digitalisierung und auch ganz neuen Herausforderungen wie der Technik im Online-Bereich. Aber deshalb ein spannendes Thema: der Mensch im Zentrum der Arbeitswelt 4.0. Wir sind heute leider nicht im schönen Schaffhausen mit unserem Event, sondern online. Nichtsdestotrotz freut es mich, unsere drei Referenten aus Schaffhausen herzlich willkommen zu heißen. Das ist zum einen Ines Marusic von der IVF Hartmann. Herzlich willkommen, Frau Marusic. Guten Morgen. Dann haben wir Christoph Scherer von der Wirtschaftsförderung Schaffhausen. Herzlich willkommen, Herr Scherer. Grüezi miteinander. Und auch ein ganz herzliches Grüezi an Michael Schmidt-Purmann von der Future Work Group Impulswerk heute Morgen. Herzlich Guten willkommen. Morgen. Ich werde heute unterstützt von Madeleine Witzig, unserer Projektleiterin, ebenfalls im Team Sensibilisierung und Verbreitung BGM. Die meisten von euch kennen Madeleine bereits und ich würde ihr sehr gerne das Wort übergeben für ein paar technische Details, bevor wir starten. Ja, vielen Madeleine, ich übergebe Dank. dir gern das Wort. Danke. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr, dieses Frühstückstreffen mit euch allen zu bestreiten. Ich hatte mich ja auch sehr gefreut auf einen Ausflug nach Schaffhausen und meinen Heimatort neben dem schönen Rheinfall wieder mal zu besuchen. Es gibt sicher eine Zeit AC after Corona, wo wir die Frühstückstreffen auch wieder vor Ort durchführen dürfen. Und ich habe sicher auch eine Gelegenheit, sonst mal nach Schaffhausen zu fahren. Ja, schön seid ihr alle da und so zahlreich eingeschaltet mit Kamera. Wir freuen uns, wenn Sie während dem ganzen Anlass die Kamera angeschaltet halten. Wir möchten das doch auch als einen virtuellen Frühstücksanlass gestalten. Und es ist immer schön, wenn wir dabei auch die Gesichter sehen. Einige von Ihnen haben Computer, haben wir vorhin schon gehört, ohne Kamera. Selbstverständlich ist es da nicht möglich, kein Problem. Wir werden die Mikrofone während den Referaten auf Stumm schalten und Sie haben immer auch dann die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich komme gleich noch zu einigen technischen Punkten. Wir haben uns ja in den letzten Wochen und Monaten eingehend mit all diesen Online-Tools befasst. Ihr seid sicher auch alle schon Profis auf Zoom, GoToWebinar und Teams. Vielleicht einfach trotzdem noch ein paar kleine Punkte für diejenigen, die sich mit Zoom noch nicht so gut auskennen und sich da zu Hause fühlen. Mit dem Login hat es ja bei euch allen gut geklappt. Ihr habt unten einen Balken auf eurem Bildschirm, wo ihr in der Mitte ein Icon seht mit den Teilnehmenden. Wenn ihr dort draufklickt, seht ihr euren Namen. Ihr könnt unten auf die linke Hand klicken. Jetzt bitte nicht alle draufklicken. Wenn ihr während dem Referat, während den Sessions, die wir eingeplant haben, um Fragen zu stellen, eine Frage habt, die ihr gerne im Plenum stellen möchtet, könnt ihr die Hand heben. Ihr werdet dann auch nicht sofort auf Großbild eingeschaltet. Keine Angst, ihr kommt in eine Warteschlange und wir holen euch da ab und werden euch zuschalten, um die Frage ins Plenum dem Referenten zu stellen. Ihr habt aber auch immer die Möglichkeit, eure Fragen in den Chat zu schreiben. Den Chat seht ihr auch unten im Balken eingeblendet. Bitte schreibt dort eure Fragen hinein. Wir werden diese auch regelmäßig wieder aufnehmen und den Referenten stellen. Falls es nicht reicht für alle Fragen, werden wir versuchen, diese vielleicht am Schluss zusammenzufassen, zu beantworten. Und sonst können Sie uns jederzeit anschließend auch noch kontaktieren, wenn etwas nicht beantwortet gewesen wäre. Falls ihr während dem Frühstückstreffen Probleme habt mit der Technik, bitte schreibt uns eine Mail, schreibt die Fragen in den Chat und ihr könnt selbstverständlich auch anrufen, wenn es gar nicht mehr funktionieren sollte mit dem Login. Die
Nummer werden wir gleich im Chat einblenden. Ich stelle euch hierbei auch noch den technischen Support Claudia Ulrich vor. Sie ist im Hintergrund für uns tätig und schaltet alles auf und schaut, dass es bis zum Schluss einwandfrei funktioniert. Vielen Dank, Claudia. Ja, und wir möchten jetzt gleich starten mit unseren spannenden Inputs zur Arbeitswelt 4.0, aber um uns alle ein bisschen aufzuwärmen und mit dem Tool bekannt zu werden, möchte ich gleich ein paar Fragen an euch stellen, die wir einblenden werden, einfach um zu sehen, woher seid ihr alle eingeloggt, aus welchem Unternehmen kommt ihr. Claudia wird uns gleich die erste Frage in den aufschalten. Ihr seht jetzt diese Fragen aufgeschaltet. Ihr könnt da einfach reinklicken, zu welcher Branche gehört Ihr Unternehmen, in dem ihr tätig seid, damit wir da so ein bisschen einen Überblick erhalten. Ich hoffe, ihr könnt euch alle irgendwo zuordnen, damit wir da eine schöne Statistik haben und ein bisschen sehen, aus welchen Branchen seid ihr alle heute mit dabei. Wir geben euch noch kurz ein paar Sekunden und werden dann das Resultat auch gleich einblenden. Ich glaube, haben sich die meisten gemeldet, Claudia? Können wir die Resultate schon sehen? Ja, da haben wir schon die Resultate zur ersten Frage. Eine Mischung von verschiedenen Unternehmen. Spannend, vielen Dank. Und wir werden auch gleich die zweite Frage einblenden hierzu. Aus welcher Region sind Sie zugeschaltet? Das ist ja jetzt das Schöne an den virtuellen Frühstückstreffen, leider zwar nicht vor Ort und bei einem Kaffee in Schaffhausen, aber dafür haben mehr Möglichkeiten oder mehr Teilnehmende die Möglichkeit, mit dabei zu sein, auch vielleicht aus anderen Gebieten in der Schweiz. Das geht sicher schnell. Ich hoffe, ihr könnt euch da alle schnell zuordnen. Was haben wir hier für Resultate? Zürich und Umgebung, Ostschweiz und auch aus der Zentralschweiz und dem Mittelland und der Romandie. Sehr schön. Vielen Dank. Und wir haben noch eine letzte Frage für Sie vorbereitet. Wie viele Mitarbeitende zählt das Unternehmen, in dem Sie tätig sind? Damit wir da auch so ein bisschen einen Überblick haben. Ist auch immer spannend zu sehen, wie die Unternehmen verteilt sind, wie die Mischung ist von allen Teilnehmenden. Und auch hier das Resultat gleich eingeblendet, doch viele größere Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden, auch das eine spannende Mischung. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen, für Ihre Teilnahme und ich gebe das Wort gerne zurück an Mireille für ein erstes spannender Input. Herzlichen Dank, Madeleine. In der Tat, eine gemischte Runde. Spannend zu sehen, dass 50% von Großunternehmen in Großunternehmen arbeiten, fast 50% aber auch in KMUs. Das Thema Arbeitswelt 4.0 beschäftigt uns natürlich selbstverständlich alle. Und deshalb möchten wir euch jetzt gleich zu Beginn auch ein paar Hintergrundinformationen geben zur Gesundheitsförderung Schweiz und warum uns dieses Thema der Mensch im Zentrum der Arbeitswelt 4.0 ebenfalls so beschäftigt. Zur Gesundheitsförderung Schweiz. Wir sind eine national tätige, privatrechtliche Stiftung. Die meisten von euch kennen uns bestimmt. Die Trägerschaft sind hauptsächlich Kantone und Versicherungen. Und finanziert werden wir ja über den obligatorischen Versichertenbeitrag, sprich via Krankenkassenprämie, gehen von euch, jedem Einzelnen, aber auch von uns, jeweils 40 Rappen pro Versicherter pro Monat an die Gesundheitsförderung Schweiz. Denn wir haben diesen Auftrag gemäß KVG Artikel 19 zur Förderung der Gesundheit und Verhütung von Krankheiten in der Schweizer Bevölkerung. Da gehen wir davon aus, dass wir die Erwerbstätigen am ehesten über ihre Arbeitgebenden abholen können, sprich über ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Und deshalb seht ihr auch gleich unser Ziel,
ist es eigentlich, dass sich Arbeitgebende wirksam für die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden engagieren, aber auch für ein systematisches und nachhaltiges BGM. In diesem Zusammenhang erheben wir von der Gesundheitsförderung Schweiz alle 2 Jahre den sogenannten Job Stress Index für die Schweiz und ermitteln Kennzahlen zu arbeitsbedingtem Stress und zu dessen Zusammenhängen mit der Gesundheit, aber auch der Produktivität der Erwerbstätigen. Die diesjährigen Zahlen wurden vor knapp 2 Wochen publiziert und deshalb möchten wir euch diese gerne kurz vorstellen. Auch in diesem Jahr wurden wiederum Erwerbstätige zum Thema Belastungen, aber auch zum Thema Ressourcen oder Bewältigungsmöglichkeiten befragt und vor allem auch zu ihrem aktuellen Befinden. Die Zahlen der Studie sind jeweils statistiksignifikant und können so auch auf die Schweizer Erwerbstätigen hochgerechnet werden. Was aber wichtig ist in diesem Zusammenhang zu wissen, ist auch, dass die diesjährige Befragung von Anfang Februar bis Anfang März stattgefunden hat. Also die Auswertungen, die wir euch heute zeigen können, waren ganz klar vor Beginn der Corona-Krise. Und es wird bestimmt spannend sein, auch in Zukunft diese Erhebungen anzuschauen und wie sich diese entwickeln, vielleicht auch noch mit ganz neuen Themenbereichen. In diesem Jahr wurde aber auch wieder ein ganz klares Ungewicht zwischen Belastungen und Ressourcen festgestellt und die Zahlen sind wiederum ernüchternd, sprich gut fast 30% der Schweizer Erwerbstätigen befinden sich heute bereits in einem kritischen Bereich. Das heißt, 3 von 10 Erwerbstätigen sind ziemlich oder sehr erschöpft. Der orange Bereich, ist ein sensibler Bereich, gut 45%. Das bedeutet einfach, dass diese Erwerbstätigen gerade so eine gute Balance haben zwischen Ressourcen und Belastungen, aber dass es nicht mehr allzu viele neue Herausforderungen braucht, um diese Gruppe unter Umständen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Schön ist es aber auch zu sehen, es gibt einen grünen Bereich, der liegt bei 25%. Das sind diejenigen, die sagen, die Ressourcen überwiegen, mir geht es gut und das ist natürlich auch sehr schön zu sehen. Wenn wir die Entwicklung anschauen über die letzten paar Jahre, wir erheben ja den Job Stress Index seit 2014, da seht ihr eigentlich relativ klar, dass der orange oder sensible Bereich eigentlich konstant bleibt über die letzten paar Jahre, dass aber ganz klar der rote, kritische Bereich eigentlich auf Kosten des grünen Bereichs wächst. Und genau dieser Teil macht uns natürlich Sorgen und beschäftigt uns bereits seit längerer Zeit. Warum ist das so? Wenn wir schauen, wie die Detailansicht pro Altersverteilung ausschaut, dann sehen wir hier einen alarmierenden Trend. Und zwar befindet sich der größte Anteil dieses kritischen Bereichs, der sagt, er sei ziemlich oder sehr erschöpft, sind eigentlich die Jugendlichen zwischen 16 bis 24 Jahren. Und das sind ja eigentlich unsere Berufseinsteiger, eine sehr wichtige Gruppe. Das ist ja eigentlich auch die Zukunft, unsere zukünftigen Kollegen und wahrscheinlich auch Manager, wo wir sehen, dass sie doch sehr viel mehr eigentlich gestresst sind. Diese vulnerable Zielgruppe steht auch bei uns im Fokus und deshalb wird jetzt ab Dezember, Ende Jahr, eine neue App lanciert für Berufsbegleiter. Sie heißt Friendly Workspace Apprentice und richtet sich eben an Bildungsverantwortliche, damit sie mit dem Thema Stress und Jugendliche besser umgehen können als Unterstützung. Hinter diesen Zahlen steckt immer ein großes menschliches Leid, aber es hat auch eine ökonomische, eine wirtschaftliche Komponente. Diese wird jeweils ebenfalls innerhalb des Job Stress Index erhoben. Da können wir eigentlich sagen, was kostet denn Absentismus und Präsentismus die Schweizer Arbeitgebenden? Und das liegt jetzt in diesem Jahr bei 7,6 Milliarden Franken. Also wie gesagt,
Die Investition in ein systematisches und betriebliches Gesundheitsmanagement lohnt sich allemal. Wir sprechen heute von der Arbeitswelt 4.0. Ihr könnt dann auch gerne das Faktenblatt dazu anschauen. Wir haben sie in der Präsentation verlinkt und werden euch diese auch zur Verfügung stellen. Der Fokus des diesjährigen Job Stress Index war ebenfalls bei dem Thema Arbeitsintensivierung. Und da sehen wir ganz klar die Aussagen auch, die erhoben worden sind zum gesteigerten Arbeitstempo, diese verkürzten Veränderungszyklen, immer mehr Lernanforderungen auch für Mitarbeitende. Dies sind alles zusätzliche Herausforderungen, die vor allem auch zu emotionaler Erschöpfung beitragen können. Deshalb auch unser heutiges Thema, der Mensch im Zentrum der Arbeitswelt 4.0. Wir sprechen über Stress, wenn wir euch lustig gemacht haben, vielleicht mal euren eigenes Stressbarometer zu erheben, dann hättet ihr auch die Gelegenheit, das Tool dazu kostenlos zu nutzen, für euch individuell, das heißt Job Stress Analysis. Wir werden euch diesen Zugang ebenfalls in der Präsentation verlinken. Und wir möchten euch diesbezüglich auch darauf hinweisen, dass jetzt in diesem Jahr auch eine Anteilsfinanzierungsmöglichkeit gegeben ist für Unternehmen, die gerne ihre Mitarbeitenden mit Job Stress Analysis befragen möchten. Der Fokus da, Stress-Burnout-Prävention, einfach damit ihr das auch gehört habt. Jetzt bin ich der Meinung, ich habe bereits genug gesprochen. Ich möchte an dieser Stelle eigentlich ganz gerne unseren ersten Referenten begrüßen, Herr Christoph Scherer. Er ist Delegierter für Wirtschaftsförderung des Kantons Schaffhausen und wird uns jetzt als Einführung zum Thema attraktives Arbeiten in Schaffhausen Informationen geben. Ich übergebe Ihnen sehr gerne das Wort, Herr Scherer. Ja, danke vielmals und auch für die Möglichkeit, dass ich sprechen kann. Heute, ich werde vielleicht auf einer höheren Flugebene ein bisschen meine Gedanken zum Thema Work-Life-Balance, Produktivität, aber eben auch Arbeitsbelastung einbringen. Meine Rolle ist, ich bin Wirtschaftsförderer des Kantons Schaffhausen. In dieser Rolle bin ich verantwortlich einerseits für das Ansiedlungsgeschäft, aber auch für das Wohnortmarketing und gleichzeitig für die regionalen Standortentwicklung. Im Kanton Schaffhausen ist es ein bisschen anders organisiert wie in anderen Kantonen. Bei uns ist die Wirtschaftsförderung an eine Drittorganisation outgesourced, an eine private Organisation, das ist die Generis AG. Dort bin ich Partner und wir sind spezialisiert auf Standortentwicklung und unternehmerische Ansätze an der Schnittstelle Politik und Wirtschaft, situiert in Schaffhausen mit einer Tochtergesellschaft in China, weil wir gedacht haben, ja, Asien, das bringt neue Impulse, die auch unsere Arbeit in Schaffhausen und in der Schweiz beeinflussen. Einen anderen Ansatz, Sie sehen das, darum auch dieses Eintrittsbild, Welcome to Zurich, aber unser Selbstverständnis in Schaffhausen ist ein anderes. Wir sind der Auffassung, dass Schaffhausen gerade für die Herausforderungen, die Arbeitsumgebung, eben auch die Lebensumgebung, der zunehmende Druck, die schnelleren Veränderungszyklen, dass hier Schaffhausen für Unternehmen, aber auch für Mitarbeitende sehr gute Voraussetzungen schafft, weil bei uns, und das ist auch meine persönliche Überzeugung, die Taktung des Lebens außerhalb der Arbeitswelt geringer ist. Und ich glaube, das ist für einen Ausgleich, um dann im Unternehmen, aber eben auch im Privatleben produktiv zu sein, nicht mit ausgebrannten Batterien rumzulaufen, also den Stresslevel zu senken, dass hier die Lebensqualität die richtige Umgebung bietet, die zunehmend auch wichtiger wird. Die Ziele der Wirtschaftsförderung sind, die Wertschöpfung im Kanton zu erhöhen. Das soll hauptsächlich aufgrund der politischen Ziele durch die Schaffung von Arbeitsplätzen mittels Ansiedlungen und Betreuung bestehender Unternehmen erfolgen. Aber auch durch Wohnortmarketing, also das Anziehen von neuen Bewohnern in die Region. Und hier spielt natürlich dann eben die Lebensqualität, aber auch die Arbeitsqualität oder das Arbeitsangebot eine wichtige Rolle, weil ich glaube, man kann Wirtschaft und gesellschaftliches Leben nicht voneinander trennen. Das verfließt
Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dass die jungen Leute so unter Druck sind. Das fließt zunehmend ineinander und die Abgrenzungen sind schwierig. Schaffhausen kennen die meisten. Und jetzt muss ich da schalten, zu versuchen. Jetzt kennen die meisten wahrscheinlich von der Schulreise noch, wenn überhaupt. Und dann nicht aus den wirtschaftlichen Aspekten, sondern mehr von den touristischen Aspekten. Den Munot kennt man vielleicht, da war man sicher mal drauf, mit sehr schönem Blick über die Stadt. Unser Büro ist gerade am Fuße des Munots am Rhein, also auch ein Besuch wert. Oder über den Rheinfall, Frau Ulrich hat gesagt, sie hat Bürgerort Laufen-Uwiesen, das ist der Blick von Schaffhausen oder vom Rheinfall der Schaffhauser Seite auf Laufen-Uwiesen. Dort beim Kirchturm ist auch Christoph Blocher aufgewachsen. Also für alle, die auch noch eine schwere Schweizer Politikgeschichte haben möchten. Das ist das, wie man Schaffhausen wahrscheinlich außerhalb von Schaffhausen in der Schweiz kennt. Was man vielleicht auch noch kennt, ist IWC Schaffhausen. Das ist der Hauptbrand der Stadt, würde ich sagen. Das ist auch ein Grund, warum dass man vielfach Schaffhausen in der Welt eher kennt als in der Schweiz, weil IWC den Namen Schaffhausen in die Welt herausträgt und auf sehr positive Weise. Aber das ist eigentlich nur ein Aspekt. Der andere Aspekt, den viele nicht kennen, der aber meiner Meinung nach auch dann ein Ausdruck ist, dass Schaffhausen eben genau diese Qualitäten an Arbeitsmöglichkeiten, interessanten Arbeitsmöglichkeiten, auch sehr guten Rahmenbedingungen für Unternehmen, aber auch für Unternehmer und Arbeitnehmer bietet und gleichzeitig dann eben auch die richtige Lebensqualität. Das ist ein Ausschnitt von Unternehmen, die in Schaffhausen eine Tätigkeit ausüben. Ich habe gehört, dass V-Zug im Kreise der Zuhörer ist. Schaffhausen wurde auch schon vielfach bezeichnet als das kleine Zug, im Sinne von, dass in Schaffhausen ähnlich viele internationale Unternehmen ihre Headquarter-Standorte aufgebaut haben wie in Zug. Schaffhausen kennt man aber hier auch innerhalb der Schweiz weniger. Der große Unterschied ist, wir haben einen hohen Anteil an Unternehmen, die einen industriellen Hintergrund haben. Und ich erkläre das immer damit, dass in Schaffhausen haben wir eher eine bodenständige Haltung. Manche würden sagen, vielleicht auch ein bisschen bünzig und zurückgeblieben. Aber bodenständig im Sinn von, man ist stolz auf die industrielle Vergangenheit, man hält diese Fertigkeiten auch hoch. Und ich glaube auch zunehmend in der Zukunft, die Wichtigkeit, dass man weiterhin industrielle, handwerkliche Kompetenzen in der Schweiz hält, wozu auch das Bild unser Berufsbildungswesen beiträgt, aber diese mit den internationalen Funktionen und den digitalen neuen Technologien verbindet. Das wird unsere Zukunft sein und auch dort hat man wieder die Brücke zwischen, zwischen den Branchen, alte Industrien mit neuen Industrien zu verbinden, aber das braucht dann eben auch wieder andere Leute und Leute, die die Lebensqualität, aber auch den Ausgleich zwischen Arbeit und Gesellschaft oder Arbeit und gesellschaftlichen Leben suchen. Wir versuchen das immer so darzustellen, es gibt harte Faktoren, harte Entscheidfaktoren, es gibt weiche Entscheidfaktoren. Die gelten sowohl für Unternehmen, wie aber auch für Arbeitnehmende oder Bewohner. Einerseits die harten Standortfaktoren oder harten Faktoren in Bezug auf die Arbeitsstelle. Die Arbeit muss interessant sein, entweder mit einer lokalen Ausrichtung oder mit einer internationalen Ausrichtung. Ich glaube, wenn man nicht mit Freude an einer interessanten Arbeitsstelle ist, dann ist man auch schneller ausgebrannt. Der Stresslevel steigt. Wenn man mit Freude am Arbeiten ist, dann glaube ich, ist der Druck auch in der heutigen Zeit eher relativ. Das ist dann, aber wenn man nicht mit Freude dran ist, dann glaube ich, steigt der Stresslevel sehr viel schneller. Und das ist nicht zwingend nur abhängig von der Arbeitsumgebung des Arbeitgebers. Attraktive Arbeitgeber, auch eine Mischung aus industrieller DNA und modernen Dienstleistungstätigkeiten, durchaus im gleichen Job, durchaus auch gemischt.
Ein wichtiger Aspekt, glaube ich, der in den letzten paar Monaten, das haben wir alle gespürt, vielleicht eigentlich ein bisschen gelitten hat, der enge Austausch unter den Unternehmen, aber eben auch unter den Mitarbeitenden und den Leuten selber. Wir kommunizieren faktisch nur noch digital. Hat einen Einfluss auch auf, wie gehen wir mit kreativen Aufgaben um. Ich glaube, viel Kreativität entsteht in der direkten Beziehung zwischen den Menschen beim Kaffeetisch oder irgendwo mal über Mittag. Das entfällt. Wie gehen wir damit um? Führt das zu mehr Stress oder nicht? Und dann, und das glaube ich, das haben auch viele Leute gemerkt, das Pendeln, viele sagen zwar, und ich bin auch lange gependelt, ja, das brauche ich und diese Zeit kann ich produktiv nutzen. Viele werden jetzt aber gemerkt haben, dass genau diese Stunde, die man vielleicht am Morgen und am Abend pendelt, dass man die durchaus auch besser nutzen kann, jetzt in dieser Lockdown-Zeit. Und diese kurzen Arbeitswege und die gute Erreichbarkeit, ich glaube, das wird zunehmend auch wichtig, weil man sich so vielleicht auch mehr Freizeit oder Erholungszeit für die persönlichen und auch so einen gesundheitlichen Anliegen widmen kann. Und um das zu tun zu können, kommen dann eben die weichen Standortfaktoren ins Spiel. Und die haben wir immer schon hochgesetzt, sind auch sehr ähnlich, auch im Tourismusbereich. Viele Überschneidungen gibt es da. Man redet jetzt auch in den Tourismusgebieten von Remote-Work-Umgebungen, die genau eigentlich diese Aspekte auch ins Arbeitsleben einführen können. Also die Möglichkeit, ins Grüne rauszugehen, in Pausen über Mittag oder am Abend abzuschalten, dann durchaus eine intakte Altstadt, eine intakte Versorgung, aber auch intakte Strukturen, die dann eben auch wieder nötig sind, gerade in solchen Krisenzeiten. Was tue ich, wenn die Kindertagesstätte mal nicht funktioniert? Habe ich in der Umgebung Leute, die mir die Arbeit oder die mir die Kinderbetreuung abnehmen können? Und wie kann ich mich organisieren? Und dann auch, um wieder den Kopf durchzulöffeln, das Kultur- und Sportangebot. Ich glaube, diese Verbindung wird zunehmend wichtiger. Und interessant aus meiner Sicht wird sein, wie entwickelt sich auch unser Vereins- und Community-Leben. Wir haben jetzt viele digitale Communities. Wir alle wissen, dass das Vereinsleben, das eine ausgeprägte Stärke der Schweiz ist, dass sagen wir, die traditionellen Vereine am Boden verloren haben. Ich frage mich, ob das nicht wieder zurückkommt, weil gerade in den letzten Monaten verschiedene Leute gemerkt haben, dass eben der persönliche Bezug, intakte Strukturen, auch Bezug zu Leuten, die nicht nur geschäftlich digital mit einem kommunizieren, dass das eben auch die notwendige, sage ich mal, Ablenkung bietet, aber eben dann auch das notwendige Netz, um wenn man in Problemen ist oder eben das Stresslevel auch steigt, dass man das entsprechend bearbeiten kann. In diesem Sinne, und jetzt bringe ich ein Inserat, das die UBS vor 5 Jahren schweizweit aufgeschaltet hat, auch international, als sie ihren neuen Standort in Schaffhausen aufgemacht hat. Und das zeigt auch ein bisschen unser Selbstverständnis, aber ich glaube auch die Opportunitäten und Chancen, die man in Schaffhausen hat. Wir vergleichen uns oder sehen uns auf der Ebene von New York, Hongkong, vielleicht auch anderen internationalen Städten, durchaus auch im Vergleich zu Zug oder Zürich. Wir glauben aber, und darum ist Schaffhausen auch rot, wir haben durchaus noch ein bisschen mehr zu bieten, warum wir hier auch farblich herausgehoben worden sind. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß bei den nachfolgenden Präsentationen. Danke vielmals. Herzlichen Dank, Herr Scherer. Spannend, ich habe das noch nie in dieser Reihenfolge gesehen. New York, Hongkong, Schaffhausen. Sie haben uns die Attraktivität, aber auch die Internationalität von Schaffhausen sehr eindrücklich aufgezeigt. Hohe Lebensqualität, Work-Life-Balance, das sind natürlich ist Musik in unseren Ohren. Und ich denke, falls wir einen neuen Standort suchen sollten, würde ich Schaffhausen auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Scherer. Gesunde und leistungsfähige Mitarbeitende sind auch bei der IVF Hartmann im Zentrum ihrer BGM-Bemühungen
Und deshalb übergebe ich das Wort jetzt sehr gerne an Frau Ines Marusic. Sie ist HR Business Partner bei der IVF Hartmann und hat sich bereit erklärt, uns ihr BGM vorzustellen. Ich übergebe das Wort sehr gerne Ihnen, Frau Marusic. Vielen Dank, Frau Felix. Ich kann mich den Worten von Herrn Scherer wirklich nur anschließen. Also ich habe einen Arbeitsweg von 10 Minuten nach Neuhausen. Und ja, die IVF Hartmann AG hat wirklich diesen schönen Blick, weil wir sind ja Luftlinie wahrscheinlich 50, 100 Meter vom Rheinfall entfernt. Also Naherholungsgebiet definitiv wirklich sehr nah. Also wir verbringen unsere Pause regelmäßig wirklich am Rheinfall. Mein Teil wird sehr praxisorientiert sein. Ich möchte Ihnen vorstellen, wie wir das BGM in der IVF leben. Wir betreiben schon seit vielen Jahren aktiv ein BGM und mein Ziel ist es, Ihnen aufzuzeigen, ja, wie wir das BGM in der Zwischenzeit verändert, aufgebaut und optimiert haben. Zu mir selber, ich arbeite seit 5 Jahren in der IVF und bin seit 5 Jahren jetzt auch für das BGM verantwortlich. Genau, ich habe aufgrund der Befragung gesehen, dass ja, diverse Personen auch aus Zürich oder auch aus anderen Teilen der Schweiz zugeschaltet sind. Daher möchte ich die IVF Hartmann AG kurz vorstellen. Wir sind ein führender Schweizer Anbieter im Bereich von medizinischen Verbrauchsgütern. Gerade in dieser Covid-Zeit waren wir natürlich auch oft in den Schlagzeilen aufgrund von unserem Desinfektionsmittel, von dem Sterilium, das wahrscheinlich den meisten Personen heute definitiv ein Begriff ist. Standort habe ich bereits erwähnt. Mitarbeiteranzahl, wir beschäftigen aktuell ca. 33 Mitarbeitende. Eingebettet sind wir in den Hartmann-Konzern. Der Konzern ist weltweit tätig, beschäftigt ca. 10.000 Mitarbeitende. Wir gehören bereits seit 20 Jahren in den Konzern und betreuen ausschließlich den Schweizer Markt. Wir sind ein sehr traditionsreiches Unternehmen. Es gibt uns jetzt seit knapp 150 Jahren. Nächstes Jahr hätten wir eine große Jubiläumsfeier geplant. Wir hoffen alle wirklich sehr, dass wir die auch durchführen können. Es ist so, dass BGM in der IVF Hartmann AG, in der Schweizer Organisation, schon lange gelebt wird. Im Konzern wurde der Wert jetzt definitiv auch erkannt. Es wurde auch ein entsprechendes Budget gesprochen. Und ich bin gespannt, wie es im Bereich BGM jetzt auch global weitergehen wird, weil ich glaube, dass wir da wirklich noch viel Potenzial haben. Wie sieht unser BGM-Modell in der IVF aus? Also es ist so, dass das Dach bildet genau das betriebliche Gesundheitsmanagement und getragen wird das optimal von unserer Vision. Unsere Vision heißt, we are going further for health, also für die Gesundheit einen Schritt weitergehen, sowohl für unsere Kunden, aber auch für unsere Mitarbeiter, also für uns selbst. Das Ganze ja, wird getragen von der entsprechenden mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur, schlussendlich auch von unseren Führungskräften, weil sie sind für mich die wichtigsten Multiplikatoren im Unternehmen. Wenn sie meine Aktivitäten oder unsere Aktivitäten nicht tragen oder es für Mitarbeiter nicht selbstverständlich ist, um 5 Uhr dann oder um 4:30 dann noch eine BGM-Aktivität zu gehen, wird es halt relativ schwierig. Also es muss wirklich eine Selbstverständlichkeit sein. Das Ganze wird unterstützt durch diverse Personalentwicklungsmaßnahmen. Wir investieren da sehr stark in unsere Mitarbeitenden und versuchen diese bestmöglichst auf den nächsten Schritt vorzubereiten, wirklich auch in der Organisation weiterzuentwickeln. Wir sind zwar sehr flach organisiert, ich würde sagen, das gelingt uns aber wirklich trotzdem sehr gut, dass wir unsere Leute wirklich auch ja, lang bei uns im Unternehmen behalten können und diese dann auch entsprechend weiterentwickeln. Zukünftig bietet natürlich der Konzern dementsprechend auch für Personen, welche sich international entwickeln möchten, eine super Plattform. Was wir sehr aktiv betreiben, ist das Absenzmanagement. Es ist so, dass wir natürlich auch harte Faktoren messen. Wir haben ein HR-Cockpit, dort messen wir die Absenzraten, die Unfallraten etc. Es ist so, dass wir im Bereich von den Langzeitabsenzen mit einem externen Case Manager zusammenarbeiten. Es ist wirklich eine langzeitige Kooperation und da machen wir sehr gute Erfahrungen. Es
Das ist nicht unsere Krankentaggeldversicherung ganz bewusst, sondern wirklich ein externer neutraler Partner, die SZ Care. Und da ist es so, unser Prozess sieht vor, dass wir jeden Mitarbeitenden oder auch Führungskraft, die länger als 3 Wochen ausfällt, dass wir diese dort für eine Beratung bzw. Begleitung dann auch anmelden. Es zeigt sich aus, dass wir die Personen wirklich schneller wieder reintegrieren können, weil die Triage zwischen Mitarbeiter, Arbeitgeber, den Ärzten, den Versicherungen einfach besser gehandelt wird. Dann der Bereich von der Gesundheitsförderung, von der Prävention. Da ist es so, das mache ich nicht alleine, weil es ist mittlerweile wirklich einfach viel zu groß. Es gibt eine Steuergruppe, da komme ich nachher nochmals drauf. Diese Personen unterstützen mich sehr stark, wirklich bei den ganzen Aktivitäten, die wir durchs Jahr planen. Was sich sehr schön entwickelt hat in den letzten Jahren, ist die Zusammenarbeit mit dem Arbeitssicherheitsverantwortlichen und auch mit dem Umweltschutz. Da spreche ich wirklich von präventiven Maßnahmen im Rahmen von Unfallverhütung, Arbeitssicherheit etc. Also ich würde sagen, dass ja, diese Kooperation, diese engere Zusammenarbeit zeigt einfach, dass man in-house sehr viele Möglichkeiten so oder so schon gegeben hat. Ja, mögliche Handlungsfelder vom BGM oder worum geht es? Ganz klar, es geht natürlich darum, mal gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das ist mein Auftrag oder unser Auftrag. Aber es geht auch darum, dass wir unsere Mitarbeitenden befähigen und sie auch die Verantwortung für ihre eigene Gesundheit danach dementsprechend tragen. Ich kann ganz viele Aktivitäten ins Leben rufen und ihnen ganz viel an Kompetenz weitergeben. Sie müssen den Wert ihrer Gesundheit aber wirklich selber für sich definieren und einfach auch dementsprechend dann investieren. Das Ganze wird meiner Meinung nach definitiv von der Kultur geprägt. Also es ist bei uns wirklich diese mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur. Die Mitarbeitenden, die wir haben, sind wirklich sehr loyale, einsatzfreudige Mitarbeitenden. Ich würde sagen, die haben wirklich so eine IVF-DNA entwickelt. Und schlussendlich ist es so, dass die, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Führungskräfte das Ganze einfach mitgestalten. Was uns hilft, ist, wir sind eine ISO-zertifizierte Unternehmung. Das heißt, wir haben ein sehr gelebtes Management-Handbuch. Dort sind alle unsere Prozesse niedergeschrieben. Ich bin auch der Überzeugung, dass HR entsprechende Prozesse entwickeln muss, diese auch schulen muss und sie dann auch entsprechend dann zum Leben erwecken sollte. Und ich denke, das ist etwas, das uns in den letzten Jahren sehr geholfen hat, da wir unsere Prozesse wirklich auch jährlich überprüfen, aktualisieren, kontrollieren und dann dementsprechend auch optimieren. Wir haben am Standort 3 Ergonomie-Spezialisten, das sind 3 Mitarbeitende, die sich in diesem Bereich spezialisiert haben. Sie gehen bei den Mitarbeitern im Rahmen von der Probezeit vorbei, schauen den Arbeitsplatz an, optimieren ihn bei Bedarf. Wir haben auch Mitarbeitende in der ganzen Schweiz verteilt, unser Außendienstpersonal. Diese werden entsprechend bei Bedarf natürlich auch telefonisch betreut. Also das ist etwas, das sich ja im Rahmen vom Onboarding eigentlich natürlich dann entwickelt. Ja, was ist der Nutzen und wieso machen wir BGM oder warum haben wir uns entschlossen, bereits vor 10 bis 15 Jahren erste Aktivitäten zu machen? Es ist wirklich so, im Zentrum steht der Mitarbeiter und seine Gesundheit und die wertschätzende Haltung. Also der Mitarbeiter ist unsere wichtigste Ressource. Natürlich ist es so, wenn wir in die Gesundheit unserer Mitarbeitenden investieren, dann sind sie produktiver, innovativer, sie arbeiten enger zusammen, sie haben bessere Ideen, sie sind natürlich leistungsfähiger, das wirkt sich auf das Unternehmen aus, das wirkt sich natürlich dann schlussendlich auch auf die Finanzen aus, das sind diese harten Faktoren, die ich eingangs gesagt habe. Es unterstützt natürlich die Absenzkosten bei den Rekrutierungen oder können wir natürlich entsprechend dann auch unsere Kosten relativ tief halten.
Ja, worauf wir sehr stolz sind, wir sind seit Ende 2016, Anfang 2017 der erste offizielle Friendly Workspace im Kanton Schaffhausen. Wir haben uns Ende 2016 zertifizieren lassen. Da sind wir sehr stolz drauf und ich behaupte auch, dass das Label uns schlussendlich auch motiviert hat, das ganze BGM nochmals auf eine nächste Ebene zu heben. Kurz die Meilensteine erläutert, dieses Fit at IVF, dieser Slogan, der wurde 2011 ins Leben gerufen. Dazu mal, wobei auch schon Jahre zuvor wurden erste BGM-Aktivitäten, aber einfach losgelöst von einzelnen Mitarbeitern in diesem Steuergremium dann durchgeführt. Also da war noch kein strategischer Gedanke dabei und wir haben einen Ruheraum eingerichtet. Spannend war zu sehen, dass dieser Ruheraum in den ersten beiden Jahren praktisch nicht genutzt wurde. Also man hat sich dann wirklich Gedanken gemacht, brauchen wir den nicht. Rückblickend ist es für mich ganz klar, warum das nicht funktioniert hat, weil Selbstverständlichkeit war gar nicht da. Die Mitarbeitenden haben sich wahrscheinlich gar nicht, ich sag's mal, getraut, in den Ruheraum zu gehen oder sind gar nicht auf die Idee gekommen, diesen zu nutzen. Heute sieht es ganz anders aus. Heute ist es so, das ist ein teilweise sogar multifunktional genutzter Raum. Da kommen wir ja mit der Kapazität bereits an eine Grenze und müssen uns überlegen, wie wir das zukünftig handeln möchten. 2015 war ein entscheidendes Jahr, weil in diesem Jahr haben wir dann entschieden, dass wir uns definitiv zertifizieren lassen möchten. Wir haben dann ein Self-Assessment gemacht und einfach mal zu sehen, wo stehen wir überhaupt mit unserem BGM, und mussten dann den Ball eigentlich so von hinten aufrollen. Wir haben ein Konzept geschrieben und ich sage jetzt mal alles drauf versucht, irgendwie in diesem Konzept dann auch einzubetten. Wir haben das erste Mal wirklich BGM-Ziele dann auch definiert, unsere Aktivitäten in einem Gesundheitsprogramm abgebildet und für die Geschäftsleitung einen Jahresbericht geschrieben, damit die Geschäftsleitung weiß, okay, was passiert in diesem BGM durchs Jahr, was sind so die Erfolgsfaktoren, was hat gut funktioniert, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert, gibt es entsprechende Handlungsfelder, die angegangen werden müssen. Also da hat man wirklich auch den Austausch nochmals bis zur Geschäftsleitung verstärkt. Zusätzlich haben wir dann auch entschieden, dass wir eben eine fachverantwortliche Person, also ein BGM-Kopf, das bin jetzt ich in dieser Situation, definiert haben. Ja, wie geht es weiter oder was steht an? Wir haben nächste Woche die Rezertifizierung. Also die 3 bzw. etwas mehr Zeit ist jetzt vergangen. Es ist so, dass wir uns weiter optimiert haben. Wir haben eine Wirkungsüberprüfung, ein Tool eingeführt. Jetzt will ich aber ganz ehrlich sein, also die Wirkungsüberprüfung ist für mich immer noch die größte Challenge. Also es ist so, dass wir natürlich harte Faktoren, die können wir messen, die messen wir, aber teilweise ist es schwierig, gewisse weiche Faktoren oder Aktivitäten dann wirklich in harten Zahlen oder auf einen Unternehmensnutzen dann runterzubrechen. Das ist sicher etwas, womit wir uns in den nächsten Jahren noch intensiver beschäftigen werden. Es geht auch darum, dass unsere Strategie, die wird derzeit von der Geschäftsleitung geschrieben, dass wir natürlich unsere Zielsetzungen dementsprechend auch wieder auf die Strategie ausrichten werden. Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, warum haben wir uns überhaupt zertifizieren lassen? Was war unser Ziel? Also definitiv war und ist es so, dass wirklich das Thema Gesundheit im Unternehmen, das sollten wir fest verankern. Also das sollte nicht an dieser Steuergruppe hängen oder dann an einer einzelnen Person, sondern und zwar dieser integrale, systematische Ansatz, der war uns ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch, dass wir wirklich das BGM auf die nächste Stufe heben konnten. Und was für uns natürlich auch attraktiv war, war der Gedanke, die Arbeitgebermarke, also das Employer Branding, mit dem Label dann schlussendlich zu stärken. Und es ist so, dass wir unsere neuen Mitarbeiter dann dementsprechend auch fragen und das natürlich auch erzählen, was wir in diesem Bereich machen und auch somit auch das Label an Bekanntheit auch gewinnt und auch in den letzten Jahren gewonnen hat.
Ja, wie setzt sich dieses Steuergremium zusammen und warum setzt es sich so zusammen? Das sind 6 Mitglieder in dieser Steuergruppe. Die Leitung habe ich und wichtig war es mir, wirklich 6 Mitglieder in diese Unternehmen, in diese Gruppe zu nehmen aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen. Weil ja, wir sind ein produzierendes Unternehmen und ich bin effektiv von der Produktion und von den Arbeitsplätzen dort vor Ort bin ich zu weit weg. Und daher war es mir wirklich wichtig, diese unterschiedlichen Inputs dann auch aus den Bereichen zu erhalten. Aber auch in die andere Rolle, das Marketing, dann wieder die Aktivitäten rauszubringen, in die Abteilung zu bringen, hilft dann eben auch wieder. Wir treffen uns ja regelmäßig, quartalsweise, und stellen ein Gesundheitsprogramm und unser Jahresprogramm zusammen. Das sehen Sie auch hier auf der nächsten Folie. Also es ist so, dass wir Sommer, Herbst, da gehen wir in die Analysephase. Wir haben diverse Tools, die wir nutzen können. Wir machen regelmäßig eine Mitarbeitendenbefragung. Dort können wir entsprechende Inputs entnehmen. Wir haben regelmäßig Gespräche mit unseren Mitarbeitern, machen aber auch Umfragen. Wir haben eben das HR-Cockpit, die Vorgesetzten, ganz unterschiedliche Einflusslöcher. Es ist so, dass wir dann in der Steuergruppe natürlich die BGM-Ziele festlegen und auch entsprechend einen Fokus, das Angebot evaluieren, also brainstormen, Angebote einholen und dann Anfangsjahr verteilen wir wirklich noch in Papierform mit einem kleinen Goodie, das dann zum Fokusthema von diesem Jahr dann auch passt, unser Gesundheitsangebot. Und dann geht es natürlich in den ongoing Prozess, also da organisieren wir alle Maßnahmen, kommunizieren viel, also das ist wirklich klassisches Marketing, Werbung dahinter, damit dann auch wirklich auch die Aktivität zu einem Erfolg wird. Ein Blick ins Programm, wirklich nur ganz kurz. Es ist so, dass wir über die 3 Eckpfeiler der Gesundheit gehen, also über das Thema Ernährung, Bewegung und Entspannung. Und dann haben wir noch einen Bereich allgemeine Gesundheit. Dort haben wir auch präventive Themen und Aktivitäten, die wir jedes Jahr machen, zusammengefasst. Es ist so, dass wir, Sie sehen ja das Programm von diesem Jahr, leider haben wir diverse Aktivitäten aufgrund von Covid nicht machen können. Diese haben wir jetzt teilweise auf das nächste Jahr verschoben oder dann auch in einem Online-Format gemacht. Wir hätten zum Thema bewusstes Ernähren oder eher in die Richtung Ernährungspsychologie einen Impulsvortrag gehabt und auch etwas Richtung Thema Entschlacken und Fasten. Ja, ich würde sagen, wir sind eine bewegte Firma, wir sind eine sehr aktive Firma, wir haben auch aktive Mitarbeitende. In diesem Bereich machen wir sehr viel. Wir arbeiten mit externen Trainern zusammen, die kommen dann vor Ort. Das wird von den Mitarbeitern sehr geschätzt, dass wir Räumlichkeiten dann zur Verfügung stellen oder eine Aktivität mal in einem Sitzungssaal machen. Oder eben bei uns draußen, wir sind neben dem Rhein, also das ist wirklich der ideale Trainingsort, eigentlich wirklich vor dem Haus. Und die Mitarbeitenden schätzen es, um 17 Uhr einfach ihre Sportklamotten anzusehen, sich dann in der Gruppe zusammen dann zu bewegen und nachher in den Feierabend zu gehen. Entspannung, Stress, das ist auch ein Thema in der IVF. Da kann ich Frau Felix eigentlich nur mit ihrer Analyse so bestätigen. Also auch wir merken und sehen und können wir unsere Zahlen entnehmen, dass die Mitarbeiter das Stress empfinden, das nimmt auch bei uns zu. Jetzt ist für mich die Frage, also es ist natürlich ernüchternd, wir machen so viel auch zum Thema Stress, Stressbewältigung, Prävention, es nimmt trotzdem zu. Die Frage ist halt wirklich, was würde passieren, wenn wir gar nichts machen würden. Und ich denke schon, dass unsere Mitarbeitenden da wirklich ein tolles Angebot haben dementsprechend und sich da auch ihr Know-how abholen können. Dann allgemein zur Gesundheit. Wir machen jährlich mit unserem Betriebsarzt eine Grippeschutzimpfung, die wir aufgleisen. Und wir haben diesen Jahr auch geplant, für unsere Führungskräfte eine Schulung zum Thema psychische Gesundheit mit einem externen Referenten. Das haben wir jetzt aber bewusst auf nächstes Jahr auch verschoben. Möchte ich Ihnen einfach noch einen kurzen Einblick in so eine Best-Practice-Aktivität geben. Es ist so, dass wir seit knapp 3 Jahren eine Inhouse-Massage anbieten. Also ich würde sagen, wir haben damit relativ wenig Aufwand, doch sehr viel erreicht.
Also es ist eine externe Masseurin, die regelmäßig bei uns vor Ort ist. Wir haben den Ruheraum, den haben wir einfach etwas umfunktioniert, also eine Liege gekauft und dort reingetan. Und dieses Angebot, dieses wurde natürlich zu 100% oder wäre zu 52% ausgebucht gewesen. Also wir mussten da unser Angebot weiter ausbauen. Jetzt ist es so, dass mein Budget natürlich überhaupt nicht, das ist eingeschränkt. Also ich hatte die Möglichkeiten gar nicht. Und wir haben es von Anfang an als teilsubventioniertes Angebot gemacht und das war nie ein Thema. Also die Mitarbeitenden sind sehr gerne bereit, einen finanziellen Betrag zu zahlen und einfach die Möglichkeit zu haben, während der Arbeitszeit eigentlich sich eine kleine Pause zu gönnen von 30, 60 Minuten, einfach vorbeigehen, sich massieren zu lassen. Und im Rahmen von unserer regelmäßigen Überprüfung unserer Aktivitäten haben wir dann aber festgestellt, dass wir doch von unserer größten Produktionsabteilung zu weit weg sind. Also diese Mitarbeitenden, die kommen gar nicht in den Genuss. Und so konnten wir dann auch dort wirklich in Produktionsnähe einen Raum ergattern, wo die Frau Signer jetzt ihre Massagen auch vor Ort auf dem Massagestuhl anbieten kann. Das finde ich wunderbar, weil für uns ist es immer noch teilweise sehr schwierig, an unsere operativen Mitarbeitenden zu gelangen mit unseren Aktivitäten. Noch ganz kurz die Learnings von diesem Jahr. Es ist so, dass wir Anfangsjahr in der Personalabteilung ein Pilot gefahren haben, dieser hieß New Work, weil wir waren der klaren Auffassung, dass wir das Thema Remote Working oder Home Office in der IVF etablieren möchten und haben dann bei uns in der Personalabteilung eine Testphase gemacht. Dann kam natürlich im März der Lockdown und alle wurden nach Hause geschickt. Auch Personen, wo wir gedacht haben, die können gar nicht von zu Hause aus arbeiten. Und ja, es ging sehr wohl, es ging besser aus, als wir es gedacht hätten. Und wir haben den Drive genutzt und haben unser Remote-Working-Reglement geschrieben, haben dieses bereits ausgerollt und schulen aktuell unsere Führungskräfte in diesem Bereich. Also die haben vier Webinars und haben zwei individuelle Coachings, damit sie einfach zum Thema Führen auf Distanz mit diesem neuen Führungsstil oder Führungsthema dann besser auch umgehen können. Nächstes Jahr werden wir für unsere Mitarbeitenden auch Webinars anbieten, damit sie einfach auch lernen, wie sie sich zu Hause, es gibt viele Vorteile, wenn man zu Hause arbeiten kann, aber auch gewisse Risiken, damit sie auch zu Hause ihrer Gesundheit entsprechend Rechnung tragen. Ja, mein Fazit zum Schluss, wenn ich mich mit Kollegen austausche, HR-Kollegen austausche, dann sagen alle, ja, du hast wahrscheinlich ein riesiges Budget und all das, was ihr machen könnt, das könnt ihr niemals. Es hört sich wirklich nach extrem viel an, aber unser Budget ist definitiv beschränkt. Wir versuchen einfach mit dem Budget, das wir haben, möglichst viel rauszuholen. Und vieles ist in einer Organisation eigentlich schon vorhanden, davon kann man profitieren. Herzlichen Dank. Frau Marusic, ein beeindruckender BGM-Weg, würde ich sagen. Sie sind sehr systematisch und nachhaltig unterwegs und das natürlich schon seit über 10 Jahren. Ich fand es auch ganz spannend zu hören, dass Sie eine IVF Hartmann-DNA haben, dass auch die Führungskräfte da ganz klar hinter Ihnen stehen. Das ist eindrücklich. Recht herzlichen Dank. Ich würde jetzt gerne euch die Möglichkeit geben, auch Frau Marusic Fragen zu stellen. Ihr könnt dafür, wie gesagt, die Hand heben oder ich schaue auch gerne zuerst noch zu Madeleine, ob vielleicht schon Fragen im Chat reingekommen sind. Ja, wir haben ein paar Fragen erhalten für Frau Marusic. Eine Frage ist, wie, Sie haben ja schon gesagt, die Person, die die Massagen anbietet, da wird ein Teil von den Mitarbeitenden bezahlt. Ist das auch bei den anderen Trainern so? Wie finanzieren Sie die Trainer, die all diese Workshops anbieten? Unterschiedlich, ja. Also es ist wirklich so, dass wir auch teilweise die Erfahrung gemacht haben, wenn es nichts kostet, hat es keinen Wert. Also es ist dann eher so ein solidarischer Betrag. Also wir haben beispielsweise 3 Monate immer Montagabend Yoga angeboten. Und für diese Yoga-Lektion haben die Mitarbeiter 5 Franken bezahlt. Aber es hilft. Also es hilft effektiv, weil wenn ich das dann hochrechne, hilft es wirklich finanziell dann. Ja.
Aber wir haben wirklich Angebote, die übernehmen wir, übernehmen wir die Kosten. Bei gewissen Angeboten zahlt der Mitarbeiter einen solidarischen Betrag. Ja. Danke. Vielleicht dazu gleich die nächste Frage. Wie hoch schätzen Sie den Return on Invest bei IVF Hartmann ein? Puh, das ist eine schwierige Frage. Wie bitte? Können Sie da uns etwas dazu sagen? Ja, das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Ich habe das so auf den ROI jetzt noch nie wirklich ausgerechnet. Ich habe natürlich gewisse Faktoren, also ich kann sehen, wie sich die Kosten bei den Absenzen, bei den Langzeitabsenzen entwickelt haben. Und da sprechen wir natürlich schon von einem größeren Bereich, von einer größeren Summe über die letzten Jahre. Aber effektiv ein Return on Investment haben wir so noch nie gerechnet. Ja, wir haben noch ein paar Fragen, das reicht heute wahrscheinlich nicht für alle, aber vielleicht noch eine letzte an Sie, Frau Marusic. Sie haben viel von den physischen Angeboten gesprochen für Ihre Mitarbeitenden. Gibt es auch speziell etwas, das für die psychische Gesundheit vorgesehen ist oder darauf abzielt? Ja, eben, wir haben genau in diesem Jahr hätten wir ein ganz tolles Kursseminar zum Bereich psychische Gesundheit angeboten. Jetzt mussten wir das aufs nächste Jahr schieben. Was wir aber bewusst gemacht haben, wir haben seit zwei Jahren arbeiten wir mit einer externen Sozialberatung zusammen, weil wir einfach auch gemerkt haben, dass wir uns bei gewissen Themen auch HR-seitig einfach, dass das Know-how einfach nicht in der Tiefe vorhanden ist. Und da ist es jetzt wirklich so, dass die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeitenden, wenn wir merken, dass jemand in einen kritischen Bereich kommt, verpflichten wir wirklich diese Person, dass sie einen Termin dort auch wahrnimmt. Und das ist etwas, das sich jetzt in den letzten zwei Jahren sehr gut entwickelt hat. Also auf der einen Seite die Führungskräfte, die frühzeitig dann auch kommen, wenn sie dann selber nicht so recht wissen, wie sie vorgehen sollen oder einfach auch merken, dass sich eine Person vielleicht in einer Spirale befindet und wir dann so frühzeitig dann auch reagieren können. Also die externe Sozialberatung, das ist nochmal so eine Anlaufstelle, die sich jetzt wirklich sehr gut etabliert hat. Vielen Dank. Ich gebe zurück an Mireille aufgrund der fortschreitenden Zeit. Wir hätten noch ein paar spannende Fragen, aber vielleicht können wir am Schluss noch auf die eine oder andere Frage zurückkommen. Sehr gerne. Wir haben auch nach unserem dritten Referenten noch einmal Zeit für Fragen an Frau Marusic, aber ich würde jetzt in der Tat sehr gerne das Wort Michael Schmidt-Purmann übergeben. Er ist einer unserer akkreditierten Beratenden der Gesundheitsförderung Schweiz, sehr aktiv mit dem Thema Arbeitswelt 4.0 unterwegs mit Future Work Group und Impulswerk. Ich übergebe sehr gerne dir das Wort, Michael. Also nochmal vielen Dank auch an die Vorredner und Vorrednerinnen. So, ich werde mich jetzt ganz konzentriert, dass wir die Zeit einhalten, auf das Wesentliche fokussieren. Kurz zu der Arbeitswelt der Zukunft, gesundheitsförderlich gestalten. Letztes Jahr wurde die Studie veröffentlicht von der FHNW, die Arbeitswelt der Zukunft, auch in Kooperation mit der oder dem Sponsoring von der Gesundheitsförderung Schweiz. Wir sind in dem Thema letztendlich in der digitalen Transformation. Welche Themen stehen hier primär im Vordergrund? Hier geht es um eine kulturelle Transformation. Dann natürlich technologische Revolution und auch die ganzen Geschäftsmodelle inklusive auch der Prozesse erfahren hier eine Disruption. Das hat Auswirkungen letztendlich auch primär auch auf den Menschen bei all dem. Kurz zum Hintergrund, wie kam es zu der Studie der Arbeitswelt 4.0? 2017 hat der führende Professor Marc Peter von der Fachhochschule Nordwestschweiz die größte Studie, größte Studie zur KMU-Transformation geschrieben. Daraus folgte die Studie der Arbeitswelt 4.0. Sie sehen letztendlich auf diesem Bereich die 7 Handlungsfelder, die in der KMU-Transformation identifiziert wurden. Und ein wichtiger ist dabei das Thema Digital Leadership und Culture. Die
Studie selbst, das ganze Dokument kann runtergeladen werden unter arbeitsweltzukunft.ch, auch kostenlos. Und die ganze Studie oder das ganze Dokument dient letztendlich auch für KMUs als Praxisleitfaden. Hier zu schauen, zentraler Punkt ist auch ein Workshop-Canvas. Ich gehe nachher nochmal drauf ein mit entsprechenden Fallstudien und Checklisten. Der zentrale Punkt, wir haben uns die drei Dimensionen, das war die These letztendlich von der Studie, wir wollten schauen, wie wirken die Bereiche People, Place und Technology so aufeinander ein und gestalten letztendlich auch die Arbeitswelt der Zukunft, diese Faktoren. Bei den People ganz klar, da geht es extrem auch auf der, ich sag mal, auf der Verhaltensebene. Und die Frage ist, wie können wir die Mitarbeitenden oder wie können Mitarbeitenden im Prinzip in die digitale Mentalität auch hineingeführt werden. Der Bereich Technology beleuchtet die Bereiche, mit welchen Hilfsmitteln können die Menschen befähigt werden und unterstützt werden, den Anforderungen der zukünftigen Arbeitswelt hier gerecht zu werden. Das Thema Place, wir haben das alle ziemlich erfahren, auch letztendlich durch Covid ganz extrem. Wie können die Arbeitsräume und Arbeitsumfelder so gestaltet werden, dass nicht nur letztendlich das Individuum, also die Einzelperson, sondern auch Teams optimal darin unterstützt werden. Bei dem Verständnis, wir haben die Teilnehmenden, es haben etwa knapp 1200 Menschen aus der Schweiz dann teilgenommen an der Studie, auch nach dem Verständnis gefragt, was verstehen Sie oder unter dem Begriff Arbeitswelt 4.0. Die Häufigkeit der genannten Begriffe ist hier schnell zu sehen. Es geht ganz stark natürlich auch um Arbeitsformen. Zusammenarbeit spielt eine große Rolle, auch das Thema der Prozesse. Ich gebe mir heute ein bisschen auf die Reise durch die Zahlen, durch die Erkenntnisse und Ergebnisse der Studie, die teilweise uns auch überrascht haben. Nehmen wir den Jodok mit. Jodok ist ein Student, der gerade auch vielleicht von der FHNW sein Diplom in der Hand hat und schaut sich jetzt rum, so wo kann ich jetzt ein gutes Unternehmen finden, nachdem er auch die Studie inhaliert hat und sagt, so jetzt schaue ich mal wirklich, wie sieht es denn draußen aus? Bei der Frage kam heraus, wie sieht es aus mit der Arbeitswelt 4.0 im Unternehmen, wo stehen Sie, dass gerade mal 12% weit fortgeschritten sind. Am Anfang 43 oder mittendrin 45%. Das zeigt sich letztendlich auch aus den Erfahrungen, die durch Covid jetzt zutage getreten wurde, wie schnell da im Prinzip diese Sachen dann Unternehmen auch eingeholt haben. So, da raufte sich schon die Haare, der gute Jodok, und dann geht er mal weiter rein. Die Frage danach, in welchem Maße wurden die Mitarbeitenden bei der Gestaltung der Arbeitswelt mit einbezogen? Erschreckend auch hier, dass 58% in keinster Weise mit einbezogen wurden. Jetzt kann man sich seinen Reim darauf machen. Woran liegt das letztendlich auch letztendlich die davon irgendwo auch betroffen sind, zu fragen, was braucht ihr und was fördert euren Handlungsspielraum? Dass gerade mal ein Viertel involviert sind, da gibt es noch einiges zu lernen für die Unternehmen an der Stelle. Dann hin zu den Fragen, ja, wie sieht es denn aus mit, existieren überhaupt Strategien und Konzepte, die euch in die Arbeitswelt führen? Ein Viertel hat gesagt etwa, ja, da gibt es was, und 64%, da gibt es in der Richtung noch gar nichts. Oder, was eigentlich noch tragischer ist, 12% sagen, oh, das haben wir überhaupt nicht auf dem Radar, das findet überhaupt nicht statt. Dann haben wir gefragt, ja, welche Barrieren sind denn vorhanden? Viele haben gesagt, fehlendes Know-how, das ist die Mehrheit mit 42%. Dann auch die Frage, ja, Arbeitswelt 4.0, das Thema Führung und Organisationsstruktur ist gegenwärtig nicht so ausgerichtet, dass wir sagen können, gut, das können wir gerade so nicht angehen. Auch andere Prioritäten. Und das Thema auch Personalmangel. Ja. Da könnten wir uns nicht drauf einrichten.
Dann wurde gefragt, wo sind die Risiken? Welche Risiken werden gesehen mit der Einführung der Arbeitswelt 4.0? Hier sehen wir, hier ist ganz stark natürlich auch das Thema in der Technik zu sehen. Also Abhängigkeit von der IT, Datenschutz, IT-Sicherheit, was die Verfügbarkeit angeht, wenn die Mitarbeiter, egal wo sie sind, sind im Prinzip heute permanent erreichbar. Damit geht auch ein das Thema der Überwachung mit 33%. Das offenbart auch ein bisschen was von der grundsätzlichen Denkhaltung oder auch Sage. Und letzten Endes auch, was das Thema Kultur angeht. Also hier sieht ein Viertel auch in der, ja, vielleicht auch eine Gefährdung von bestehenden Kulturen oder Kultur im Unternehmen. Dann wurde aber auch gefragt, was sind die Treiber? Womit kann das Ganze Speed erhalten? Ganz vorne mit dabei, natürlich sagen viele, das ist die Innovation, das bringt uns voran. Dann auch die Treiber ist auch die Kommunikation, also der Austausch, nicht nur nach innen, innerhalb des Unternehmens, sondern letztendlich auch die Kommunikation nach außen. Auch was Flexibilität angeht und also Flexibilität in der Handhabung, in der Arbeit, was Projekte an sich angeht, die Durchführung, da sind wir diese Agilität drin und gut auch zu hören, was das Thema Arbeitgeberreputation an. Also hier werden schon Vorteile wirklich auch gesehen. Wir schauen mal das Thema der Dimension People an. Was sind so die Hauptthemen letztendlich? Ganz, ganz extrem als wichtig wird das Thema Unternehmenskultur und also Führungskultur vor allem eingeschätzt. Dazu gehört auch eine wirksame, gute Zusammenarbeit. Voraussetzung dafür ist vor allem auch das Entwickeln der Kompetenzen der Mitarbeitenden. Hier ist auch wichtig das Thema kontinuierliche Aus- und Weiterbildung. Hier nochmal das Thema aufgreifen mit dem lebenslangen Lernen, um hier die laufenden Kompetenzen der Mitarbeitenden, den Veränderungen, diesen schnellen Veränderungszyklen auch entsprechend anzupassen. Wir haben den Bereich Place, ja, ganz wichtig, Flexibilität, Arbeitszeiten und neue Arbeitszeitmodelle. Wir haben gerade, also im Frühjahr mit Beginn der Covid-Krise, haben wir ein Barometer gestartet von der Future Work Group und wir wollten schauen, auch was für einen Einfluss es da hat. Selbst die Studie hat gezeigt, es braucht mehr Flexibilität und Arbeitszeitmodelle. Letztendlich sind wir froh, dass, nicht falsch verstehen, aber dass die Covid viele Thesen, die wir aufgestellt haben, die wir auch überprüft haben in der Studie, in weiten Teilen auch bestätigt haben. Das ganze Thema Organisationsstruktur und virtuelle Teams. Ich glaube, darüber muss ich jetzt nichts sagen. Da haben wir alle unsere Erfahrungen gemacht, auch durch Covid bedingt. Und auch was die Gestaltung auch von Arbeitsräumen angeht. Also jetzt die Offices, die Firmen werden gefordert sein, hier ihre Begegnungsbereiche der Mitarbeitenden in der Lokation auch so attraktiv zu gestalten, dass es die Zusammenarbeit und Begegnung entsprechend fördert. Technology. Ich denke, hier haben viele Firmen bestimmt auch schon vor der Covid-Krise diverse Instrumente eingesetzt, auch Software. Wo eine Verstärkung festzustellen ist, ist gerade in den Kommunikationsbereichen. Klar kannten viele vorher schon auch Skype, WhatsApp etc. pp. Um primär mit den Kollegen mit Freunden im Austausch zu sein oder mit der Familie. Jetzt nahm das natürlich extrem Einzug auch im beruflichen Kontext. Und da wurde auch ganz schnell deutlich, was gerade die Kompetenzen angeht, wie wird geregelt der Umgang auch mit diesen Instrumenten gefordert oder ist notwendig, um hier auch einen freudvollen Austausch letztendlich auch zu ermöglichen. Welche Fähigkeiten und Kompetenzen werden als wertvollste Ressource angesehen? Bestätigt wurde das im Bereich der Lernfähigkeit und Veränderungsbereitschaft. Dann Flexibilität und Teamorientierung, Kommunikationsstärke und Organisationstalent, Selbstführung.
Also wirklich Fähigkeiten, wo Unternehmen jetzt auch gefordert sind, zu schauen, in welchem Maße sind die bei uns im Unternehmen überhaupt ausgeprägt und wie können die Menschen hier, ich sag mal, eine psychologische Sicherheit erzielen, um hier auch leistungsstark und gesund ihrer Arbeit nachzugehen. Klar, das Bild, es geht immer darum, die Balance zu finden und wirklich zu schauen, wie können wir gerade die Gesundheit der Mitarbeiter, die mentale Fitness hier oben anstellen. Das Thema Anerkennung, Feedback, Betriebsklima, Kommunikation ist ja schon extremer Bestandteil auch seitens dem Wirkungsmodell und stellt dieses Thema auch auf der Führungsebene ganz stark in den Vordergrund. Heute verteilen sich die Rollen oder mit der Zukunft verteilen sich die Rollen stärker. Das klassische Führungsverständnis wird sich zunehmend auflösen, von der Führungskraft zum Coach oder zum Enabler, der die Teams stärker in die Selbststeuerung reinbringt. Also hier werden dann letztendlich auch diese Kompetenzen direkt bei den Mitarbeitenden auch stärker gefordert sein. Ich habe vorhin den Thema Future Work Barometer genannt. Das ist eine Umfrage. Wir durch die Zusammenarbeit mit der FHNW halten wir den Finger natürlich auch auf den Puls drauf, um zu schauen, so wie sieht das denn jetzt konkret aus, auch während Corona. Und wo sehen die Beteiligten hier das größte Entwicklungspotenzial? Es ist ganz spannend, einfach mitzusehen. Auch hier bestätigt sich das wieder mal ganz groß. In der vierten Reihe das ganze Thema Führungsstil. Durch viele Gespräche, die wir hatten, auch mit Unternehmen, besonders auch mit Führungskräften, das ganze Thema Führen aus der Distanz heraus hat viele vor große Herausforderungen gestellt. Wo Firmen wirklich Außergewöhnliches geleistet haben, war daran erkennbar, dass die innerhalb von 2-3 Tagen im Prinzip die Mitarbeitenden in ihre Homeoffice verlegen konnten. Mit viel Engagement und Begeisterung teilweise, was wir aus den Interviews mitbekommen haben, wurde das wirklich durchgeführt von den Unternehmen. Dann war die Technik da, aber dann zeigten sich andere Herausforderungen. Und da ging es dann wirklich ganz, ganz strikt auch, gerade bei Führungskräften zu sehen, das Thema Vertrauen, Kontrolle. Viele waren unterwegs, hatten dann Sorge, ich habe meine Mitarbeitenden nicht mehr im Blick, ich weiß nicht, was die tun. Und hier werden einfach, ich sag mal, Defizite offenbart, die Unternehmen auffordern sollten, hier schnell zur Schlacht zu kommen. Jetzt muss ich auch Gas geben. So, wie gelingt der Einstieg in die Arbeitswelt? Jetzt gebe ich Gas. Die Frage, Jodok, auch hier wieder. Die Synergien nutzen zum einen aus dem Canvas der Arbeitswelt 4.0 mit dem Wirkungsmodell von BGM. Das sind Handlungsfelder, die sich überschneiden und letztendlich an einem Strick ziehen. Der Canvas selbst kann im Rahmen eines Workshops verwendet werden, indem die einzelnen Fragestellungen rund um die Dimensionen People, Place und Technology in Verbindung mit den Querschnittsfunktionen wie Kultur, Zusammenarbeit und Kommunikation und Arbeitsplatz systematisch erarbeitet werden können. Des Weiteren als wesentliches Instrument, gerade, und das bestätigen jetzt nochmal, die Zahlen durch den Job Stress Index ist ein wirklich gutes Instrument, das die Friendly Workset Job Stress Analysis, weil hier sehe ich auf einen Schlag, habe ich einen Pulsmesser im Betrieb, wo ich sehe, wo stehen die Leute an einem Punkt. Hier nochmal wichtig, die KMU-Förderung durch die Gesundheitsförderung Schweiz, die wurde verdoppelt mit Covid auf 6.000 Franken. So, wie können wir loslegen? Entweder mit dem Canvas-Workshop oder mit der Job-Stress-Analysis. Nachher die Auswertung nehmen, anschauen, Prioritäten setzen, schauen, was ist wichtig. Wenn sie mit der Job-Stress-Analysis bei den Mitarbeitern im roten Bereich ist, würde ich Ihnen vorschlagen, hier zügig Maßnahmen zu ergreifen. Ansonsten die Prioritäten festlegen und eine Roadmap bestimmen, wie sie das Thema Arbeitswelt 4.0 umfänglich bei sich im Unternehmen starten können.
Ja, das ist auch dann das Happy End von dem JoDoc, der dann seinen Betrieb Gott sei Dank gefunden hat. Sie finden weitere Informationen auf der Arbeitswelt-Zukunftsseite. Wir haben für die Arbeitswelt 4.0 einen Projektplan mit 15 Schritten dargelegt, in dem Sie sich das genau herausnehmen können, was es braucht, auch kostenlos verfügbar. Dann weitere Entscheidungshilfen, das Future Work Barometer. Da können Sie die Trends genau verfolgen. Dessen kann ich nur, ja, bleiben Sie gesund, haben Sie eine gute Zeit in Ihrer Firma und stehe für Fragen gern zur Verfügung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Michael, für deine spannenden Ausführungen. Es ist in der Tat ein happiges Thema, diese Arbeitswelt 4.0 gesundheitsförderlich zu gestalten. Du hast uns das sehr detailliert auch aufgezeigt. Schön, dass wir die Studie auch kostenlos nachlesen und nutzen können. Ich denke, das wird für viele von uns sehr hilfreich sein. Ich schaue direkt zu Madeleine. Ich habe gesehen, im Chat ist da einiges noch an Fragen reingekommen. Ich übergebe sonst sehr gerne dir das Wort, Madeleine. Gerne, danke. Ja, ich habe hier eine Frage erhalten an Michael Schmidt-Burmann. Ich lese sie vor, sie ist etwas lange. Gibt es eine Korrelation zwischen den 12% weit fortgeschrittenen Unternehmen in der Arbeitswelt 4.0 mit Einbezug der Mitarbeitenden und vorliegenden Strategien und Konzepten? Wenn nein, wie ist es sichergestellt, dass die 12% weit entwickelten Unternehmen tatsächlich die Bedürfnisse der Mitarbeitenden umsetzen und sich nicht teilweise daran vorbei entwickeln in der Entpersonalisierung und der schwindenden Verwurzelung? Kannst du da etwas dazu sagen, Michael? Ja, das ist eine gute Frage dahingehend. Die weitgeschrittenen, die 12%. Letztendlich müssen das Unternehmen für sich selbst eingestehen, wo sie relativ sehen. Das sind die Zahlen, die wir hatten. Die Korrelation, wir haben auch Querprüfung gemacht, was auch das Thema jetzt gerade was Gesundheit auch angeht und Kommunikation, da sind schon Zusammenhänge festzustellen. Die Herausforderung mit der Arbeitswelt 4.0 im Kontext der Digitalisierung wird primär auf den Schwerpunkt der Technik irgendwo gesehen. Wenn wir irgendwo reingeschaut haben, auch in die Medien, in die Presse, ins Internet, Artikel, Digitalisierung, da ging es primär um Technik und nicht um den Mensch. Ich denke, es ist wichtig für Unternehmen auch hier zu schauen, gerade was das Thema Entpersonalifizierung und schwindende Entwurzelung angeht, ein Verständnis zu entwickeln, dass es nicht nur geht, irgendwie Highspeed-Technik einzusetzen, sondern den Menschen in diesen Anforderungen letztendlich auch mitzunehmen und gerade durch den Einsatz von Instrumenten auch der Gesundheitsförderung Schweiz. Ich denke, die Zahlen sprechen eindeutig, sprechen eine eindeutige Wahrheit darüber, mit den steigenden Zahlen im Risikobereich, im Bodenbereich. Und Unternehmen sollten sich hier auch fragen, ganz konkret, wie sie da wirklich auch an guter Front dabei sind. Vielen Dank, Michael, für diese Ausführungen. Ich nehme vielleicht noch eine Frage auf aus dem Chat. Die war noch gestellt an Frau Marusic. Es hat jemand noch die Frage gestellt betreffend Homeoffice und den Ergonomie-Spezialisten. Wie unterstützt ihr die Mitarbeitenden in dieser Situation? Geht es nur an die Mitarbeitenden im Hauptsitz oder ist da auch jeweils die ganze Unternehmung und alle Mitarbeitenden, auch die Außendienstler, mit eingeschlossen in solche Maßnahmen? Bei den Ergonomie-Maßnahmen ist es in der Tat so, dass es natürlich einfacher ist, vor Ort den Arbeitsplatz einzustellen. Nichtsdestotrotz beraten wir gerade den Außendienst, die arbeiten ja im Homeoffice. Haben zwar sein Homeoffice eingerichtet, die beraten wir dann telefonisch und geben ihnen dann auch noch entsprechende Broschüren dann einfach ab, damit sie zu Hause ihren Arbeitsplatz und dementsprechend auch einrichten können. Ja. Gut, vielen Dank. Dann ich gebe vielleicht zurück an Mireille.
Ja, herzlichen Dank, Madeleine. Herzlichen Dank auch für die zahlreichen Fragen. Das ist immer sehr spannend. Mit Blick auf die Zeit ist es in der Tat so, dass sich unser Programm langsam dem Ende zuneigt. Ihr dürft aber Madeleine oder mich selbstverständlich weiterhin kontaktieren. Wir können auch den Kontakt zu Frau Marusic oder Michael Schmidt-Purmann herstellen für weitere spannende Diskussionen. Die Präsentation, die ihr heute gesehen habt, auch mit den zahlreichen Links zu diesen kostenlosen Angeboten, werden ab heute Nachmittag auf unserer Webseite zu finden sein, und zwar genau dort, wo ihr euch angemeldet habt für das heutige Frühstückstreffen. Ein ganz spezieller Dank geht natürlich an unsere drei Referenten, Frau Marusic, Herr Scherer und auch an dich, Michael Schmidt-Purmann. Und wie an unseren BGM-Treffen üblich, möchten wir euch gerne ein kleines Präsent überreichen. Ja, genau, wie das üblich ist, werdet ihr dieses Mal per Post auch ein kleines Präsent erhalten. Was, sage ich jetzt heute noch nicht. Aber auch allen Teilnehmenden möchte ich ganz herzlich danken für eure Teilnahme, die spannenden Fragen. Auch ihr werdet eine kleine Überraschung per Post zugestellt bekommen. Wir sind euch auch sehr dankbar, wenn ihr die Online-Befragung ausfüllt. Mireille Felix hat es schon erwähnt, ihr kriegt doch einen Link mit den Folien, die wir aufschalten werden heute Mittag auf unserer Website. Ihr kriegt in der Mail auch noch eine Online-Befragung, einen Link dazu. Und wir sind euch sehr verbunden, wenn ihr uns die Fragen beantwortet, damit wir diese Anlässe, seien sie jetzt digital oder auch dann wieder live, verbessern und optimieren können. Unser nächstes Frühstückstreffen übrigens findet bereits nächste Woche statt. Das wäre in Zug gewesen, auch dieses Thema wird nun digital bearbeitet. Wir haben ein spannendes Thema zum Wettbewerbsvorteil mit ausgeruhten Mitarbeitenden. Ich finde die Informationen dazu auf unserer Website. Es geht um das Thema Schlaf und die Schlafqualität im Zusammenhang mit Stress und dem Arbeitsleben. Wie gesagt, das ist alles jetzt von meiner Seite. Wenn ihr noch Fragen habt, jederzeit gerne per Mail. Ich gebe zurück an dich, Mireille. Herzlichen Dank, Madeleine. Herzlichen Dank auch euch allen. Ich sehe noch eine Frage im Chat von Frau Grasser. Ich werde Sie sehr gerne im Anschluss noch kontaktieren, damit wir das gerne zusammen besprechen können. Euch allen, wie gesagt, recht herzlichen Dank fürs Mitmachen. Wir hoffen, euch alle nächste Woche wiederzusehen. Wünschen euch einen schönen Tag. Holt euch vor allem noch einen feinen Kaffee oder Tee und bleibt gesund. Alles Gute und einen schönen Tag. Adieu miteinander. Thank you.